Hallo Freunde der Nacht oder Dunkelheit, hier ist wieder ein neues Katrin-Spiel, schon wieder Project Zomboid. Ich bin in der Kirche aufgewacht, in Silent Hill, apparently. Und in dieser Folge wird alles nach Plan laufen, ja? Ich habe jetzt eine coole Lederjacke, ich bin Teil von den Wild Raccoons, bin blutbeschmiert, habe einen blutigen Hammer. Und diesmal werde ich Spaß haben, ich werde alles schaffen, was ich mir vornehme, werde nicht gebissen und infiziert. Und werde alle niedermetzeln. Hoffentlich. Und ich werde nicht heulen und die ganze Zeit nur machen. Es wird alles nach Plan verlaufen. Wunderbar wird alles klappen. Vorsichtig. Und das hier ist ja so die Hauptstraße. Und hier gibt es bestimmt auch, guck mal, da, Book Naked. Da will ich hin, da sind Bücher. Und wenn da nicht das besondere Kochmagazin Nummer 2 ist, dann weiß ich auch nicht. Da muss ich weiter Privathäuser einbrechen. Oder in die nächste Stadt zu Fuß gehen oder fahren. Mal wieder gegen alle Autos gegenditschen. Der Nebel ist gar nicht so schlecht, weil dann sehen mich die Zombies nicht. Da stehen 3, aber mit denen werde ich fertig, wenn andere nicht getriggert werden. Vorsichtig schleiche ich hier über den Kiesweg durch den Müll. Da jemand drin? Auch nicht. Okay. Okay. Ein Fastfood-Mensch hat mich bemerkt. Direkt totgehauen. Wenn es nur diese 3 sind, dann kriege ich das sogar hin. Und diesmal treffe ich auch die Leute. Ich renne nicht schreiend weg. So. Ja, wenn ihr so einzeln kommt, immer so 2er-Grüppchen, dann ist das sogar machbar. Ich bin jetzt abgehärtet. Ich komme mit allem klar. Allem. Eine Wegwerfkamera. Dann nehme ich ein paar Schmerzpillen mit. Ich habe sogar Schmerzen. Irgendwas Cooles. Jeanshemd. Das ist schon kaputt. Na gut. Oh, ich freue mich über meine Wild Raccoons Jacke. Wo man gar nicht sieht, weil ich ja meinen Rucksack habe. Oh, und es ist sogar auf. Hab ich ein Glück heute. Dann gleich mal alles angucken. Den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Ich will nichts lernen. Ich will nur das Pizza-Kochrezept. In dem berühmten Kochrezept Nummer 2. Kräutersammler auch nicht schlecht, dass ich nicht, wenn ich irgendwie durch den Wald gehe, giftige Sachen einsammle. Im Comicheft, damit ich nicht traurig bin. Na. Komm schon. Komm schon. Na. Noch mehr Kräutersammler. Oh. Das sieht nicht gut aus, nur noch 2 Schränke. What's in here? Nein, das gibt es nicht. Na schön. Das soll uns nicht weiter stören. Wo wir hier schon mal sind. An dieser Hauptstraße. Oh, ich gehe zu... Oh, zum Buffet. Oh. Vielleicht kann ich mir wieder ein paar Nuggets in den Rucksack stopfen. Ja, Türen aufmachen muss ich noch lernen und die nicht vor meiner Fresse mir selber ins Gesicht hauen. Was hier mit hier? Stale Pommes. Oh, die sind langweilig und alt. Die esse ich nicht. Also bitte, also frische Hähnchennuggets. Die esse ich jetzt so. Ich wollte ja nichts mehr zu essen im Rucksack dabei haben, weil ich muss ja so ein bisschen meinen Platz schonen. Hab nicht mehr so viel und ich will nur noch Zutaten für Muffins und die Pizza mitnehmen.
Und irgendwie ein Notfallessen. Das ist jetzt das Müsli. Nein, die Milch ist stale geworden. Ich muss dringend meine Muffins machen. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Ah ja, stimmt, genau. Und immer wenn ich Hunger habe, dann werde ich ja wohl schon irgendwo was finden. Soße. Okay. Der Fleisch. Bourbon. Habe ich überhaupt so eine richtige Wasserflasche? Die ist leer. Ich will eine richtige Wasserflasche. Wo auch Wasser draufsteht und nicht nur so eine olle Orangenflasche, die ich mir immer wieder auffülle. Zwiebel, Margarine. Eier brauche ich. Oh, eine frische Salami. Die nehme ich auch für die Pizza mit. Dann Schinken und Salami. Ist ja was im Gefrierfach hier. Da hackt es. Ach komm, gehackt es auf eine Pizza. Ja, es wird die fleischigste Pizza. Mausefalle. Marmelade. Oh, nimm noch mehr Mehl mit. Oh, da ist fast gar nichts mehr drin. Was sagt eigentlich mein Mehl? Okay, ist noch voll. Nö, ja, da nehme ich nur volles Mehl mit. Ich nehme alles zurück, ich renn schreiend weg. Aber. Alter. Ich hab mich wirklich erschrocken gerade. Oh. Sneaky, sneaky, warst du leise da in dem Schrank. Gar nicht mit dir gerechnet. Was ist hier denn Schönes drin? Oh ja, ich brauche mal wieder neue Waffen. Was ist es denn? Was macht denn der Hammer? Der geht ja eigentlich noch. Der, den ich in der Hand halte. Also ein Schraubschlüssel auch nicht schlecht. Eine Rohrzange. Aber ich will eigentlich eher was für auf dem Rücken tragen. Besen. Ja. Das ist jetzt meine Notfallwaffe. Gut. Ich habe immer noch Aua. Dann nehme ich mir mal eben meine Schmerzpillen. Oder klopft schon jemand gegen die Tür? Ich habe immer noch meine trusty, frische, ungekochte, tote Maus im Inventar. Die ist mein Maskottchen. Pubert. Pubert und ich, wir sind die besten Freunde. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Fickt euch. Jetzt gehen wir nochmal schön hier Klamotten shoppen. Komm, wir laufen Ringel rein. Ihr seid zu viert. Habt ihr euch einfach als Schaufensterpuppen getarnt? Und da ist auch noch ein. Nein, ich muss ja auch nicht um. Also ich brauche jetzt nicht dringend Klamotten. Ich habe keine Angst. Es ist jetzt nur, dass ich das nicht brauche. You know? Na, hier vielleicht rein. Das geht nicht. Ja. Na gut, das war jetzt etwas. Da kommen Sie schon. Enttäuschend. Gehen wir mal hier lang. Nicht das Buch gefunden, was ich wollte. Keine Eier gefunden. Dann ist der nächste Plan, hier noch ein paar Privathäuser durchzugucken. Vielleicht ist bei irgendwem im Kühlschrank da Eier. Kann ich meine Muffins machen? Das war ja noch ein weiteres spontan auferlegtes Ziel. Vielleicht finde ich im Wald irgendwo noch ein paar Beeren oder so. Da liegt eine Schaufel. Yeah, die will ich. Aber zuerst gucke ich nochmal hier ins Auto rein. Auch gar nicht abgeschlossen. Gut. Jo. Ah, ist kein Benzin drin. Ich hau dir einen mit dem Hammer über. Da will ich rein, nicht hin. Kofferraum auf.
Noch ein Discman. Oh, da ist ja nichts drin. Oh, vielleicht kann ich irgendwo noch wieder Benzin absaugen und das auffüllen und dann fahre ich mit dem Auto hier oder so in die nächste Stadt. Mal schauen. Ne Plane. Tja, ne. Oh, welche Kojoten. Das ist alles zu okay, aber ich will jetzt die. Ich will die Schaufel. Oh. Was haben die da mit der Schaufel versucht, an dem Auto zu machen? Wir graben ein Loch in den Asphalt und dann. Weiß ich, oder haben sie diesen Gullideckel da gebuddelt eigenhändig? Aber zuerst muss ich noch irgendwas mit meinem Besen hauen. Das ist ja nicht, dass ich ihn nicht umsonst mitgenommen habe. Komm her. Du musst gebürstet werden. Der geht ja gut ab. Ich haue so ein bisschen neben dich. Hier. So ein bisschen. Um dir Angst zu machen. Und der trägt dir die Eier. So geht das. Hier, und den Besen schieb ich dir sonst rein. Viel Spaß damit. Ich habe schon wieder Hunger und bin traurig und klamm vor Blut. Schönes Bleirohr. Oh ja, noch eine ganz heile Schaufel sogar. Wie viel Schaden macht das Bleirohr im Gegensatz zum Hammer? Hä? Der ist gar nicht ausgerüstet, der. Oh, doch, ist er. Ja, dann nehme ich das Bleirohr und tue das dahin. Ja, dann nehme ich nicht das Bleirohr, sondern tue das primär ausrüsten und den Hammer tue ich dahin. Na gut. Gut. Geht nicht. Irgendwas drin. Hohoho. Hohoho. Eigentlich ist das gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mich freue. Nägel. Nee. Ah, kann ich hier was abziehen? Nee. Hinzufügen? Anscheinend habe ich irgendwann schon mal irgendwo was abgesaugt. Ich gehe mal noch zu den. Oh, bin ich gut um das Auto rumgeschlichen. Und leicht flüssig bin ich auch noch. Das. Oh. Oh, was sind das? So Bauarbeiter-Leute. Deswegen, die ganze Zeit waren da Leute, um die ich rumgeschlichen bin. Ich bin sehr gut im Schleichen, aber meine Wahrnehmung ist richtig kacke, weil ich die gar nicht gesehen habe. Wenn da ein Feuerwehrauto und Sirene anmachen. Wenn das überhaupt geht. Oh, ich habe direkt einen Schlüssel. Warte, erst muss ich ihn da reintun und dann muss ich hier draufklicken. Auch kein Benzin. Oh man, aber das sieht noch so schön aus. Das klaue ich mir auf jeden Fall. Das finde ich besser als das andere. Das geht nicht. Auch immer hinzufügen. Ich könnte übrigens die Fenster einschlagen, aber ja, so wichtig sind die Sachen in dem Auto, glaube ich, auch nicht. Probier das hier noch aus. Alle lassen ihre Autoschlüssel im Auto. Und einen Lippenstift, den will ich benutzen. Make-up. Warte. Und das da, das ist jetzt wichtig. Ich wollte mich gerade schminken. Ihr Gehirn schaut raus, my lady. Überschminken Sie sich das mal. Ich zeige Ihnen das gleich, wie das geht. So. Jetzt will ich den Lippenstift. Make-up, yeah! Körperregion? Gut. Okay, diese Lippen. Rot, hellblau, oh geil, so ein. Ich kann. Das ist ein Lippenstift, der Farbe verschiedene hat, geil. Gab's da nicht auch mal so Kugelschreiber von mit verschiedenen Farben dran? Ist das auch so ein Lippenstift, wo man einfach so. Dann einen anderen hast? Ich will natürlich schwarzen Lippenstift. Yeah! Und Augen? Ach so. Make-up entfernen. Nee, das will ich nicht. So. Yeah, bin ich cool. Nochmal, ob ich da Kraftstopp irgendwas machen kann. Nö.
So, das nehme ich jetzt aber nicht mit. Das ist doch albern. Ich wasche mich einfach nie mehr und mache das Make-up nicht ab. Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Fastfood-Restaurant. Ich mich traue, da noch hinzugehen. Ja, ist ein Restaurant. Kann ich hier durch die Hintertür? Nee. Aber wenn ich jetzt Scheiben einschlage, dann bemerken die mich bestimmt. Ist hier jemand? Nee. Jenny's Table. Alright. Es hat gar nicht auf. Oh. Dann gehe ich jetzt doch nochmal weiter eher hier so nach hinten hin. Und hau da ein Fenster kaputt. Damit ich mich nicht schneide, mache ich das Glas weg. Hoffentlich hat das keiner bemerkt. Oh, ich höre schon ein Gebrüll. Ist hier die Küche? Hi, sind Sie Jenny? I'm so sorry, ich habe Ihre Scheibe eingeschlagen, aber ich hatte so Hunger. Ich will speziell Ihre Eier, falls Sie welche im Kühlschrank haben. Dann haue ich auch schon wieder ab. Und Ihr Gehirn möchte ich speziell zerstören. Sind das hier Ihre Privaträume? Oder Ihr Büro oder so? Da gucke ich auch nochmal, ob hier irgendwas Cooles ist. Nö. Vielleicht hat sie ja... Oh, das sind wirklich Privaträume. Kochrezepte oder sowas bei sich in der Wohnung. Ah, auch nicht. Ich schleiche immer noch. Ich guck mal, was meine Wunde macht. Schmutzige Bandage. Nicht, dass sich da irgendwas infiziert. So. Muss mich doch wieder waschen. Mal alles hier. Speedwashing. Und ich selber. Dann schauen wir mal. Mein Tittenbiss an, ob der jetzt heile ist. Nein, aua, immer noch. Dann wasche ich die Bandage mal schön im Klo. Tu die wieder ran. Was macht meine linke Hand? Wo ich, glaube ich, hingefallen bin oder so. Ist schon wieder der Heile gegangen. Na gut, der Biss ist immer noch böse. Ist jetzt auch schon 16.10 Uhr. Vielleicht bleibe ich einfach hier, wo es gerade so ruhig ist. Denn, wie ich mir vorgenommen habe, heute wird alles glatt laufen. Ja, ich mache hier einfach den uralten Fernseher an. Strom geht ja, glaube ich, noch. Nicht ganz so laut. Life and Living ist auch eingestellt. Vielleicht kriege ich ja noch eine Kochsendung. Und dann setze ich mich einfach erstmal auf den Boden. Und esse eine Packung Zucker. Oder ein Lutscher. Und da habe ich mir noch... Habe ich natürlich nicht wie sonst... ich war noch gar nicht in der Küche unten. Ich lasse mal den Fernseher an. Da muss ich ja doch noch mal eben gucken. Wäre ja noch gar nicht in der Hauptküche hier. Ist das Klo? Da ist bestimmt die Küche. Wollte ich dich. Keiner da. Gut. Hamburger. Sind die alle stale? Olivenöl. Das brauchte ich auch, oder? Und Mehl? Ja, ja, ja. Und. Nehmen wir lieber einfach normales Pflanzenöl mit. Ich glaube, das braucht man. Für Kekse sogar. Auch, da braucht man auch Eier. Und da brauche ich entweder Olivenöl oder Pflanzenöl. Ich mag Olivenöl nicht. Ich nehme Pflanzenöl mit. Noch mehr Zucker. Oh, was werde ich viele Muffins machen. Und Pizza ohne Ende. Nudelholz habe ich. Das sage ich jedes Mal, wenn ich das sehe. Eine verrottete Wurst. Scharfe Soße. Oh, ja, ich liebe Pizza mit Chili-Gewürz obendrauf. Frische Kartoffeln? Nö. Come on. Und jetzt irgendwie Eier oder so. Noch mehr Käse. Mhm. Noch mehr Schinken, auch noch gefroren. Das war ja auch mein Plan, dass ich den Schinken, den ich in meinem Rucksack habe, austausche durch einen neuen. Der hier ist sogar noch gefroren.
Eier. Ha, jetzt können wir die rausnehmen. Öffne ich. Oh, jetzt kann ich Muffins machen. Oh, dann backe ich hier direkt was. Ja, hier. Ei. Muffins vorbereiten. Ja. Machst du das jetzt? Aus alter Milch. So, stale ungekocht Muffin-Backblech. Wieso sind die jetzt ganz stale? Nur weil die Milch schon stale ist. Gibt's hier neue Milch? Habe ich jetzt gar nicht. Also frische Milch zu bekommen ist dann schon ein bisschen schwieriger. Gut, dass für Pizza keine Milch man braucht. Kann ich da noch irgendwas reintun? Noch mehr Butter? Mais-Muffins oder so gibt's auch. Oder Lachs. Ist hier was im Mülleimer? Noch eine Ratte. Die nehme ich auch mit. Du bist bester Freund mit Poobert. Und dich nenne ich Fanny. Fanny. Poobert und Fanny. Ihr müsst bald heiraten. Oh man, das ist mir voll die enttäuschenden Muffins. Ja, okay, Zombie-Apokalypse. Alle Menschen, die ich liebe, sind gestorben, aber die Muffins sind stale geworden? Das mache ich gar nicht mehr leben. Na schön, ich dachte, ich könnte da noch irgendwas Cooles reintun. So, naja, wenn ich Beeren hätte. Ich hatte doch mal Dosenfrucht-Cocktail. Kann ich irgendwie Dosenobst damit reindrücken in die Muffins? Mal aufmachen. Yeah! Oh, ich kann die Früchte da rein tun. Cool. Dosenfrucht Muffins. Mein Leibgericht. Die esse ich gleich alle auf. Ich habe nämlich schon sehr großen Hunger. Ich bin verletzt, weil ich so viel trage. Alle meine Eier. Ja, dann brauche ich die Eier jetzt auch nicht mehr. Oder? Die brauche ich ja nicht für Pizza. Nö. Oh, ich könnte Omelettes machen. Ich koche mal die Eier. Da. Falls mich die Muffins nicht satt machen. Oh geil, ich habe 10 Eier gekocht. Und habe kochen gelernt. Wenn ich das im echten Leben gewusst hätte, dass das so einfach geht. Ich tue einfach eine ganze Packung Eier in den Ofen, so wie sie sind. Bin ich direkt 5 Sterne Koch. Stale gekochte Dosencocktail. Muffins. Nimm 6 Muffins. Ja, die füllen meine Langeweile eher auf, als dass sie meinen Hunger stillen. Mann, sind die scheiße. Der tue ich jetzt alle dahin. So was Blödes. Dann esse ich jetzt alle Eier. Den Muffin mag ich gar nicht. Ich bin so unglücklich. Boah, ist mir etwas gelangweilt, werde ich schon, wenn ich die Muffins nur angucke. Ess mehr Eier. So. Schön gekochte Eier im Inventar. Kann ich nicht daraus auch einen Salat machen? Mache Salat aus zufälligem Ei. Oh, wie wir mal verrückt. Oh, ich nehme ganz zufällig eins von meinen Eiern. Dann mache ich mir jetzt noch einen Salat. Aus Lauch. Und Kohl. Alles, was hier so drin ist im Kühlschrank. Und Ei. Ei. Noch ein Ei. Oh, ich habe nicht das ganze Ei benutzt. Wieso? Nee, also das Ei gelb, das esse ich nicht.
Also nur das Eiweiß, ne? Lauch, Kohl und zwei Eier. Oh, komm, dann noch Mais. Was gibt's hier noch? Den Käse werde ich nicht dafür verschwenden, den brauche ich. Dann nehme ich noch mehr Mais. Gut, der Scheiß kommt jetzt alles da rein. Eine Zwiebel. Kann ich nicht auch eine Zwiebel da reinmachen? Nee, warte, die muss man erst schneiden. Ich kann nicht eine ganze Zwiebel in meinen Salat drücken. So, und da kommen jetzt die Zwiebelringe. Das geht gar nicht. Ich will Zwiebeln in den Salat. Aber ich will Zwiebeln. Dann kommen die eben auf die Pizza. Die ich bis dahin sind bestimmt immer noch frisch. Immerhin habe ich ja jetzt kochen gelernt, dadurch, dass ich Eier in den Ofen gedrückt habe. So, jetzt ist es auch schon 7:30. Ich fülle nochmal mein Wasser auf. Geht das hier irgendwo? Mal kurz mich selber waschen. Bin ich schon wieder blutig? Meine Hose sieht blutig aus. Ja, durch mich selber bestimmt. Meine Baggy Jeans. So. Ich krieg's nicht hin. Immer hau ich mir die Tür vor der Nase zu. Treppen steigen. Ist auch mal auch lernen, ne? Ja, Fernseher ist immer noch an. Dann lümmel ich mich jetzt hier auf den Boden. Vielleicht kommt ja gleich noch was im Fernsehen. Dann lese ich Kräutersammler. Lülülülü. Mhm. Oh, interessant. Dann lese ich das Comic-Heft, damit ich nicht mehr traurig bin. Batman. Du alte Ulknudel. Oh, direkt ist es in meinen Händen zerfallen, als ich es zu Ende gelesen habe. Was halt so passiert mit Comic-Heften. Ob ich wirklich... Ich lasse das Kochenband hier. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur das Kochmagazin. Ganz schön müde bin ich. Ein ganz kleines bisschen Nahrungssuche. Ich will mich ja nicht hochskillen. Das lasse ich alles. Da noch eine Bandage. Zwei Stofffetzen. Das wird ja wohl reichen. Das kann weg. Hubert und Sharon? Wie hieß sie nochmal? Pamela? Evelyn? Miranda? Ich nenne dich um und jetzt bist du Schubert. Pubert und Schubert. Scharfe Soße. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich könnte zurückspulen das Video und nachschauen. Und einfach den Namen einfügen. Ich wusste natürlich von Anfang an, dass du Fanny heißt. Noch irgendwas im Inventar, was einfach unnütz ist. Will ich irgendwann irgendwas in Brand setzen mit Benzinkanister und Feuerzeug? Wozu braucht man denn das Feuerzeug, wenn ich irgendwie rauchen will und wenn ich Feuer machen will? Was vielleicht, wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin, okay ist. Taschenlampe, damit hier nicht alles immer super dunkel ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich sie trotzdem nicht benutzen werde und nach alter Kaddi-Manier einfach panisch irgendwo im Dunkeln lang renne. Aber ich nehme sie mal trotzdem mit. Ich habe doch noch frische Milch. Wieso? Why? Da gehe ich jetzt nochmal nach unten und mach nochmal Muffins. Mitten in der Nacht. Ich will frische Muffins. Obwohl ich da jetzt nichts mehr reintun kann. Kann ich nicht einfach noch mehr Zucker reintun? Warum hat die einfach die Ekelmilch genommen? So, wo ist mein Muffin-Dings? Wo habe ich das? Ich habe das irgendwo vor Wut hier reingetan. Wo ist ich? Da, Muffinblech.
Kann ich jetzt nicht noch mehr machen? Oh nein, ich habe ja alle Eier gekocht. Mann. Ah, scheiß drauf. Die trinke ich jetzt aus. Alles auf einmal. Hab ja sowieso nichts zum Reintun. Das Wichtigste ist die Pizza. Sag ich immer. Das steht auch irgendwann auf meinem Grabstein. Didn't matter, had pizza. Doesn't matter, had pizza. Grammatik and richtige Konjugation also didn't matter. Um 6 Uhr morgens kommt die Kochsendung. Da stelle ich mir jetzt den Wecker. Nicht um 2:50 Uhr. 6 Uhr. Okay, Alarm. Alarm! Und dann gehe ich jetzt schön schlafen. Wieso ist das so hell dann? Das ausschalten. Gute Nacht! Gleich. Fernsehen! Die Kochshow mit Pancakes? Lerne ich, wie man Pancakes macht? Das spule ich mal eben vor. Ich lerne schon wieder kochen durch Fernsehen. Yeah! Ja, cool. 2 Punkte. Jetzt könnte ich eigentlich das andere Kochenbuch lernen. Ich gucke nochmal. Meine Bandage ist wieder schmutzig. Das ust alles eklig. Dippis. Aus meiner Brust heraus. Ah, ich bin geheilt. Yeah. Weil ich immer so brav mich gewaschen habe. Dann nehme ich jetzt doch das Kochbuch. Ich brauche das nicht. Ich brauche meinen Inventarspace für Mehl und überhaupt alles. Was brauche ich jetzt eigentlich noch für Pizza? Es ist wirklich nur noch das Kochmagazin. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ist noch ein weiter Weg bis Dings Louisville. So weit bin ich gekommen. Ich bin von irgendwo da nach da gelaufen. Und so in der Nähe der Hauptstraße bleiben ist, glaube ich, nicht so eine clevere Idee, weil da dann doch mehr böse Zombie-Gruppen unterwegs sind. Da stehen sie schon und haben mich gesehen. Wie lustig. Ich nehme die Hintertür. Nope. Bin ich mit dem letzten Rest Benzin, was ich da irgendwo abgesaugt habe, in das Feuerwehrauto gehe und damit dann mal versuche, in die nächste Stadt zu fahren. Und da dann die Bücherei plündere. Ich habe ja jetzt ein Rohr. Ein Rohr habe ich wohl. Aber keine Zange. Neuer Hoodie. Stimmt, ich habe ja immer noch diesen peinlichen Rautenmuster-Ding an. Dann nehme ich den jetzt. Absetzen, weil ich habe ja einen Bandana. Da. Du kriegst den blöden Pulli. Das war nicht real von mir, den anzuziehen. Den würde ich niemals im echten Leben anziehen. Aber hier kann ich auch rein. Liegt hier irgendwo eine Leiche? Margeridge? Scan, scan. Ich habe mir alles gemerkt, was auf der Karte ist. Oh, und hier ist sogar. Hier ist Benzin drin. Aber damit will ich nicht fahren. Das ist bestimmt super laut.
ich ziehe das ab, genau. Und dann gehe ich zum Feuerwehrauto. Und dann mache ich die Sirene an, aber nur ganz kurz. Und dann fahre ich aus der Stadt raus in die nächste. Na, das ist doch recht wenig Benzin gewesen. Aber vielleicht reicht es so, um eine Stunde zu fahren. Hinzufügen. Gluck, 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 gluck. Leer. Oh, ist direkt noch einer drin. Okay. Ob ich wirklich schon losfahre? Irgendwie. Ja, doch. Komm, wir wollen auch weiter in die Nähe von Louisville. Ich esse jetzt noch meinen Eiersalat. Und Mais und überhaupt. Weil ich schon wieder Hunger habe hier. Alles klar. Los geht's. Rum, rum. Oh mein Gott, ist das schnell. So, Sirene an. Wie geht das? Das ist das Licht. Mit Jaulen, Heulen. Alarm! Juhu! Yeehaw! Aus dem Weg! Feuerwehr! Gott, ist das dumm. Oh, da wäre ein Spiffo gewesen. Wee. Oh. Wo fahre ich überhaupt hin? So, ich mach's jetzt auch mal wieder aus, ne? Das war ja lustig. Aus. Ah, das wollte ich schon immer mal machen. Dream. Und fahren wir hier so ein bisschen Landstraße lang. Ups. Metzeln alles nieder, was so im Weg ist. Das ist aber ganz schön schnell. Sollte vielleicht nicht volles Karacho fahren. Nachher ist irgendwo ein Autowrack oder so und ich baller volles Met dagegen. Oder die Straße hört einfach auf und ich fahre in den Wald. Schon richtig gemacht. Und so ganz so viel. Benzin ist ja auch nicht mehr da. Oh, jetzt wo wenig los ist. Guck mal eben auf die Karte. Wow, so viel bin ich gefahren. Ist immer noch so ein weiter Weg. Ob ich. Ob man sich direkt auf den Weg nach Louisville macht oder noch hier bei der Stadt da anhält, da muss ich irgendwie nochmal so fahren. So mehr so rechts halten jetzt. Ich sei denn, ich finde irgendwo noch ein Haus oder so, wo ich kurz rein kann. Oder eine Tankstelle. Weil noch geht der Strom, ja? Ich glaube, der Strom wird erst in 30 Tagen oder sowas abgestellt? Hey. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, es sind Lagerhallen. Da muss ich natürlich mal gucken, was hier ist. Ja, Rohr. Mein Rohr ausrüsten. Get it? Verstehst du? Ein ganz neuer Hammer, den tausche ich aus gegen meinen nicht so tollen Hammer. Mit dem Hammerhauen macht auch Spaß. Also, in diesem Spiel. Schlosserhammer, hm? Gartenhacke. Ein Boxer, Kopfschuss, ein Tennisball, Tennisschläger. Kann ich den Tennisball auch hauen damit dann? Spielen. Daraus könnte ich mir jetzt ein Zelt machen. Obwohl. Nein, das ist viel zu viel Ballast. Wenn, dann schlafe ich auf dem Boden, habe ich doch gesagt.
Survival Cuddy. Ah, nehme ich doch vielleicht eine Säge mit, nur falls ich unterwegs Feuer machen muss. Nein, das machen wir nicht. Survival. Werde von Ästen des Waldes überleben. Ich glaube, hier ist nichts drin, was ich brauche. Aber ich will trotzdem rein. Oh, stale Äpfel. Tomaten. Stale Lauch. Frische Wassermelone. Ja, da nehme ich doch nochmal eine schöne Melone. Ich könnte sie zerschlagen. Nein, ich schneide sie fein auf. Alles. Ich will lebendige Mäuse. Damit ihr mir nicht im Inventar vergammelt, tue ich euch jetzt hier rein. Als letzte Grabstätte. Ihr könnt zwischen den Melonen schlafen. Da, bitteschön. Eine will ich noch zerhauen. Also nicht die Maus, sondern eine Melone. Ich will... ich tue sie in mein Inventar. Und dann tue ich sie hier hin. Oh, ist die klein. Und jetzt zersmash ich sie. Smash! In meinem Inventar. Oh, Melonenstückchen. Wie sieht das aus, wenn sie auf dem Boden liegen? Oh, ich habe sie ja ganz schön in essbaren Häppchen zerschlagen. In geometrischen schönen Dreiecken. Na gut. Ja, ich glaube, da ist überall nur so Säcke mit Kartoffeln und so ein Kram drin. Natürlich sind die Kartoffeln noch frisch. Äpfel halten sich doch auch voll lang. Na gut. Ja, so Tomaten auf eine Pizza machen wäre auch nice. Und Paprika. Aber hier sind, glaube ich, nur so stale Sachen drin. Und ich will mir nicht die Pizza verderben, wie ich mir die Muffins verdorben habe. Mit Muffins auf! Ja, Gangster bin ich schon geworden. Ja. Auch dasselbe. Und noch mehr Wassermelonen. Warum sind die Wassermelonen noch frisch? Halten die sich so lang? Wahrscheinlich schon, oder? Das sind ja Hartschalenbeeren. Noch eine Schaufel. Aber ich habe ja schon eine. Pflanzen anpflanzen werde ich wohl nicht. Was gibt es hier noch irgendwo in der Nähe? Bauernhaus oder so. Gut, also hier den Weg weiter da nach unten. Jetzt ziehe ich mich wieder ins Auto. Und mit dem letzten Rest Benzin nach da unten hinzufahren. Und ich denke, hier mache ich wieder einen kleinen Break und sage bis zum nächsten Mal bei KD spielt schon wieder Project Zomboid. Diesmal habe ich fast gar nicht geweint. Bis dann.